Willkommen zurück zu Thimbleweed Park. Wir befinden uns mit Ransom, den Clown, in einer tiefen Höhle, wo uns ein Pizzamann begrüßt hat, der seine Pizzaverkleidung mit Alufolie ausgekleidet hat, um sich vor den Signalen zu schützen. Und wir schauen mal, was das hier unten für eine Party ist, was es hier gibt und wer hier überall überhaupt steht. Aha. We're starting the meeting now, please. Gather round. Sind ja doch einige. Thank you for coming to this very important informational meeting. I'm Brett Lockdown, and that's my brother Chet guarding the elevator. Hiya. First, I have to ask. Any feds here? No way. All right then, let's begin. Have you heard the signals? The government is controlling your mind. Oh, yeah. They are taking away your free choice. We are becoming mindless sheep with no control over our destiny. Fight back. Are you with us? Yeah. Squawk. Yes, I'm with you. Yeah. That's all for now. Stay vigilant. And don't forget to take a goodie bag before you leave. Hey, no pinching. Hey. No pushing. Das war's. Hey, no pushing. Eek. No pinching. Ouch. Ouch. Au. Was für eine wunderbare Versammlung hier. Hat sich ja voll gelohnt. Und gibt's hier nichts anderes außer diese Goodie Bags. Ha. Huh. Wir nehmen uns mal so eine Geschenktasche. Können wir uns auch alle nehmen. Oh. Was ist denn da drin? How thoughtful treats. Öffne. Betrachte in Folie verpackte Ziegel. It's pretty heavy. It's a brick wrapped in aluminum foil. Hard to unwrap. C4 Sprengstoff und Aluminiumfolie. Und eine Diskette. Looks like a strange floppy disk. It says Silvery Hacker Boot Disk on the label. Ja, die Diskette, da wissen wir ja schon, wo die hin muss. Wir haben auch Aluminiumfolie und Sprengstoff. It's a brick of C4 explosive. Better be very careful with this. It's a sheet of aluminum foil. Thanks for coming. Stay vigilant. Ja. What? Oh. Don't forget to take. I already got one. Hat nicht mehr zu erzählen. Die Diskette, wir geben alles mal der Dolores. Die Diskette bekommst du. Die Alufolie. Thank you. Und den Sprengstoff. Thank you. Dann schauen wir uns mal die Diskette an. Können wir dich wieder einwickeln? Nutze Alufolie auf C4. Okay, wir können wieder einwickeln, das ist gut. Und wir begeben uns zum Supercomputer. Durch den Wald im Zickzack Richtung alte Fabrik. Können wir denn das C4 irgendwie, vielleicht müssen wir hier was wegsprengen. Aber hier ist nichts. That would make a huge mess. Da hast du recht. That would make a huge mess. Wir nutzen die Diskette. It's booting up. Okay, und Dolores. Huch. I feared you would come. Uncle Chuck? Where are you? I have uploaded myself into the Pillow Factory's master computer. Pillowtron? You uploaded yourself to Pillowtron? Not just the Pillowtron, but the Pillowtron 3000, TM. And I am now more intelligent and powerful than anyone in the world. The things I know would blow your mind. This is your mind. This is your mind blown. And there is nothing you can do to stop me. The computerized world will bend to my every will. Uncle Chuck... You have lost your mind. No, Dolores, I have gained a mind. A more powerful mind.
A mind linked to the fabric of creation! Join me, Dolores, before it's too late! I will not join you, Uncle Chuck. I will find you and stop this insane plan of yours. Let the games begin. Okay. Finde raus, was mit Dad passiert ist. Durchsuche die Fabrik weiter. Ich würde gerne den Computer nutzen. Pillowtronics, Pillow OS V238911, Tubes Free. Welcome to Pillowtronics Master Computer. Password U. HU96, das kommt mir bekannt vor. Ja. Letzter Login vor 8 Tagen von Terminal 1. Verzeichnis. Oh Gott, Gott. Root war Bin Games Tubes Temp. Fabrikstatus. Pillowtron in Betrieb, Haupttor geöffnet. Es hat nur 1 Wochen Wartungsmodus. Fabrikmaschinen in Betrieb, Bürotür aufgesperrt. Roboterhalle tödlich, Laserhalle tödlich, Pillowtron 3000 Temp kalt. Vielleicht können wir draußen die Tür aufsperren. Tic-Tac-Toe. Dein Zug. Oberste Reihe, mittlere Spalte. mittlere Reihe, rechte Spalte. Und oberste Reihe. Rechte Spalte. Da hat er verloren. Oberste Reihe, linke Spalte. Ja. Wie befriedigend. Wir haben gewonnen. Sehr gut. Adventure Chuck Mode. Chuck Mod. Willkommen bei Colossal Dungeon Cave Quest 2. Da haben wir ja schon das Buch. Geschrieben und programmiert von Ron Gilbert. Copyright 1981. Mod von Chuck Edmund. Du erwachst in einem dunklen, klammen Raum. Der Fußboden ist harter Stein. Schwaches Licht kommt von Westen. Und hier müssen wir aufpassen, wenn wir nach Osten gehen. Dann sterben wir. Ich probiere das mal. Oder wir schauen uns erstmal um. Der Fußboden ist harter Stein, schwaches Licht kommt von Westen. Wir gehen nach Osten, dann müssen wir eigentlich sterben. Oh Gott. Du gehst in eine dunkle Kammer, du siehst ein Licht, so als ob Speere in deiner Laterne glitzern. Aber es ist zu spät, du wirst aufgespießt, bevor du reagierst. Du liegst Stunden in der dunklen Kammer, das Blut tropft aus deinen Venen, dein Bewusstsein schwindet langsam. Du suchst nach dem Grund deiner Anwesenheit. Was hat dich in die dunkle Todeskammer geführt? Hattest du eine Wahl oder wurde für dich gewählt? Als dir alles klar wird, gewinnt der Tod und es bleibt nichts. Nichts. Dieses Ende gibt mir zu denken. Wir spielen nochmal und gehen jetzt nach Westen. Du stehst in einem langen Steinkorridor nach Ost und West. Es riecht nach Tod. Wir sehen uns um. Ja, es riecht nach Tod immer noch. Wir gehen nach Westen. Du stehst in einem großen Raum. Ein Lichtstrahl kommt aus der Decke. Im Norden hörst du einen Fluss. Sieh dich um. Wir gehen nach Norden. Der Pfad endet in einer Sackgasse. Es gibt keinen Ausgang außer nach Süden. An den Mauern sind seltsame Höhlenmalereien. Untersuche Malereien. Diese sind seltsame Zeichnungen, die Menschen zeigen, die in Panik vor Robotern fliehen. Andere Menschen steuern die Roboter mit Joysticks und lachen dabei. Wir sehen uns um. Fistcamp war das Passwort, um das Adventure zu sprengen oder so. Oh oh. Rebooting. Oh oh oh. You're not doing this without me. I want to be here too, please. Ja, für was denn? Wait for me. War ja klar. I think we're locked in here now. Yeah, we're screwed. Fools! You are trapped in the factory with no possible escape. My intellect now spans millions of tubes and is no match for your little brains. This is the last chance to join me before I destroy you all.
Shall we take a vote? All in favor of joining Uncle Chuck inside the magical mind of the Pillotron 3000 TM and ruling the world with him, say aye. Very well. All in favor of being crushed by robot claws and burned by lasers and remaining pathetic mortals, say aye. 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 Abstain. So be it. Let no one say I don't support a strong democracy and the will of the people. You will now all die. Okay, Teil 8, die Flucht. Wir sind eingesperrt in der Fabrik. Können wir am Computer nochmal... The computer is in the middle of rebooting. The computer is in the middle of rebooting. Da muss doch auch irgendwas passieren hier. Da ist doch nicht umsonst irgendwie die Tür hier. Wir haben die Monitore. Uncle Chuck was really creepy. Was war denn das jetzt wieder? Who was he watching? Für einen Sound. Ist ja fertig jetzt. The computer is in the middle of rebooting. Wir gehen mal zur Tür. Wir können hier wahrscheinlich nicht mehr raus. It's locked. Können wir mir... Was macht denn hier immer so Bassgeräusche? Exit. This must be a way out. Wir nutzen unser C4, um uns freizuspringen. That would make a huge mess. That picture looks familiar. Kind of like Thimbleweed Park. Yep, it's today. I don't want to pick that up. Nutze C4. That would make a huge mess. Aluminium. I'd better save it for something else. It's locked with a foolproof electronic locking mechanism. Huch. C4 ist jetzt an der Tür. This should do the job. Nutze C4. Müssen wir das doch anzünden? Eieiei, was haben wir denn hier? Oder vielleicht mal aus dem Raum rausgehen? It's locked. Okay, wir können nicht weiter. The computer is in the middle of rebooting. Wer hat denn irgendwie, wie macht man den C4 scharf? Ich habe doch keine Ahnung, wie man irgendwie C4 aktiviert. Und was piept hier? Oh Gott. C4. Mit dem seltsamen Werkzeug vielleicht? It doesn't seem to fit that. I'm sure it has a very important... I can't push that. I can't pull that. Können wir es wieder nehmen? Wir können es auch wieder nehmen, aber das gehört doch dahin, oder? Aber wie können wir das aktivieren mit dem Mobiltelefon? It doesn't work with that. Das geht doch in Filmen auch immer so. I can't open that. Was hast du denn hier? Eine Uhr. Das klappt doch immer mit Uhren, oder? Nutze Uhr auf C4. It doesn't work in that. Mist. Wäre so ein guter Plan gewesen, nutze Uhr. It doesn't work in that. It's locked with some sort of locking mechanism. Ich meine, recht viele Möglichkeiten haben wir hier ja nicht. Ein Bonbonspender und Anti-Juck-Creme. Keine Ahnung, ob das was bringt. Was ist das denn hier hinten? Okay, ist nur die Tür. Wir nutzen die Anti-Juck-Creme. So much for better. Okay. So war das nicht gedacht, den Bonbonspender auf C4. Uhu, wieso auch immer. Ach, der macht Funken. It's gonna blow! Jawohl.
Der macht Funken. Okay. Aha, aha, aha. Da hat er was gesagt, als wir den eingesteckt haben. Das habe ich schon gar nicht mehr gewusst. Ist denn der Computer jetzt immer noch am Rebooten? Nö, jetzt geht's wieder. Passwort. Können wir jetzt hier das nochmal machen? Westen. Westen. Norden. Fizzroom. Fiskum. Jo, gleiches Spiel nochmal, offenbar. Aber diesmal kommt er nicht mehr. Na gut, dann begeben wir uns mal hier zur Treppe. There's a staircase going down into the dark. Oh Gott. Die bewegen sich nicht, das ist gut. Ach. Ein Schild. Clever, you crashed my computer. 5, 4, 3, 2, 1, emergency reboot. You will never defeat me. Wir haben hier sicherer Tod mit IE geschrieben. I'm not going in there. I have become one. I'm not going in there. Kann man den Knopf drücken? It's a big button. You will never defeat me. Wirklich? I'm not going to turn them on again. Okay, tolle Falle. You will never get past my searing lasers of doom, dear. You are doomed! Hold on, hold on, wait a sec. I want to turn down the volume so you can hear my maniacal rant. Vielen Dank. I just piped the sound in so it feels scarier. Lasers are actually as silent as a baby's bottom. Anyway, you are doomed! You will never get past my searing lasers of death, TM. You pesky kids will never thwart my plan. You will never defeat me. Können wir denn wieder zurück? Ja, können wir. My evil lasers are too powerful for you. Ouch! Kann ich da jetzt einfach durchlaufen? I'm not staying any longer. My hair is... Oh, wir haben doch einen Hut, wenn du Angst um deine Haare hast. Aha. Help me, please, help me. Crap! My evil lasers are klappt doch super. Crap! I'm not staying any longer. My hair is getting singed. This is madness. It's madness. The hat helped, but not enough. War nicht genug. Help me, please, help me. Alufolienhut. My evil lasers are too powerful for you. Alufolienhut, oder? Na klar. Help me, please, help me. Yay. Take that. Es wird immer abstruser. You just wait for the lasers of doom, TM. Ist hier irgendwas? Nö, hier kann man nichts untersuchen. Da wäre man nie durchgekommen ohne die Alufolie. Einfachste Adventure-Kost hier. Ein Stabkorn. Und ein Schild. Service-Telefon 8429. An der Seite steht 37532. Ich schreibe mir das mal eben auf. 8429. Und 3, 7, 5, 3, 2. Okay. It's spinning pretty fast. No way past it. Kein Problem, wir haben ja ein Telefon. The cell phone has no reception. Okay. Franklin? Franklin kann doch bestimmt telefonieren. Dessen To-Do-Liste wackelt auch. Hier ist auch ein Staubkorn. Wer soll denn die ganzen Staubkörner finden hier?
Wir gehen einfach mal in ein Zimmer. Ist ja egal in welches. Wir brauchen nur ein Telefon. It's a phone. Ja, zipp mal und zwar 8429. This is the fully automated fan service for fan number 37532. So ein Zufall. Current state of the fan is on. Turning fan off in 3, 2, 1. Current state of the fan is off. Sehr gut. Und jetzt können wir durch. I think I can squeeze past the fan now. Your attempts to overheat me are pointless. Wo sind wir denn jetzt hier? Ist ja alles rot. Your attempts to overheat me are pointless. Ah, wir haben hier eine Metalltür. I can take the heat. Can you? It's closed and there's no obvious handle. Einen Schlitz. It's a slot. There's some kind of mechanism inside. I am impossible to touch while soup. That's one big computer. Uncle Chuck continues to amaze me. Und eine Falltür. Ow! The ladder's too hot to touch. Bring it on. I can take it. Okay, wir stehen in einem roten Raum, der offenbar ziemlich heiß ist, wie man hier an der Nadel sieht und hier auch. Und vielleicht müssen wir den irgendwie abkühlen, indem wir was in den Schlitz stecken. Nun gut, bis zum nächsten Mal, beziehungsweise der nächsten Folge. Ciao.